Und damit hallo, herzlich willkommen in Saint-Denis und ja, auch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Red Dead Redemption. Wir werden heute uns ein bisschen die Stadt anschauen und Poker spielen gehen. Wo ist denn hier der Saloon? Das ist der Saloon, der hat wohl noch geschlossen. Ich glaube, bis wir da sind, wird sowieso noch ein bisschen Zeit vergehen. Und ich würde sagen, wir reiten einfach mal so langsam in die Richtung. Vielleicht können wir auch noch bei dem Schneider hier vorbeischauen, aber das ist eigentlich nicht so nötig. Und los geht's. Oh. In der Stadt ist es ziemlich kritisch. Man kann sehr, sehr leicht Leute umreiten. Und wenn man Leute umreitet, da hat man sofort Sterne und Kopfgeld. Und deswegen reite ich hier immer in der Mitte. Yeah. So, einige Minuten später. Wir sind gleich hier vorne an dem Saloon. Oh, sorry. Bitte nicht wütend sein. Sorry. So, dann binden wir doch mal das Pferd an. So, ich habe mich übrigens heute sehr schick gemacht, weil wir gehen ja in einen Saloon. Oh, sorry, nein, alles gut. Sorry, erstmal hier. Ja, alles gut, so, und jetzt, sorry. Oh Mann, das war wieder so eine klasse Aktion. So, Tag. Gehen wir mal hier rein, so, man sieht schon hier die oberen Klasse. Ich bin hier mit so meinem dreckigen Hemd. Naja, so, was haben wir denn hier? Barkeeper, wir wollen erstmal was essen. Und eine Suppe. So, was gibt's denn hier Schönes? So, fertig gegessen. Ist eine Hand vom Bild. Ja. Dann trinkt man auch einen Whisky und dann schauen wir uns doch mal hier ein bisschen oben um. Ich glaube, oben ist noch ein Bad und man kann sich ein Zimmer mieten. So, Tag. Nehmen wir einen Whisky. So. Whisky. Sehr interessante Whiskyflasche. So. Schauen wir uns mal hier um. Da hinten ist irgendjemand. Hallo. So. Exmal das mal kurz hier. Nehmen uns noch ganz cool am Tresen an. Die haben viel bessere Outfits als ich. Hör so coole Outfits haben. So, hallo. Ich sagen, gehen wir doch mal nach oben. Tag. Die reden hier die ganze Zeit. Ich hoffe, man kann mich noch verstehen oder. Ja. Ich spiele hier mit Klavier. Grüßen. Tag. Mal nach oben. Ja, das ist schon ein extrem krasses Haus. Also sehr, sehr wohlhabend, sag ich mal, für den Saloon. Tag. Ist hier irgendjemand? Nee, okay. Oh, da ist jemand. Hallo. Merci. Take care now, here. Au revoir. So, hätten wir das auch geklärt. Es sind, wie ihr sehen könnt, sehr viele Franzosen, Spanier und Italiener hier. Ich habe auch ein paar Deutsche gesehen. Ja, da ist Strauss, der mit uns unterwegs ist, ist ja auch ein Deutscher. So, dann setzen wir uns mal hier zu den Kollegen dazu. Hallo, mit 5 Dollar gehen wir rein. Tag. Dann wollen wir sie mal komplett fertig machen, würde ich sagen. Die werden sich dann, die werden danach keinen Cent mehr in der Tasche haben. Komplett zerstört. So. Okay, da werden die Karten ausgeteilt. So. Jeder kriegt 2 natürlich. Da haben wir, schauen wir doch mal, was wir hier haben. Oh. Ich gehe aber mal mit. Wird schon passen. So, wir haben eine 9 und eine Ass. Das ist sehr gut. Jetzt schauen wir mal, was hier unter den Karten drunter ist. Vielleicht haben wir da ja auch ein Ass dabei. Aber wir haben eine Reihe, das sieht gut aus. Wir haben 2, 3, 4, wenn wir jetzt noch. Okay, die passen alle. Ja, machen wir hier mal ein bisschen. 10 Pence, oder wie man das nennt. Geht mit, der schmeißt hin. Ich glaube, man muss einfach. Der schmeißt auch hin. Ich glaube, man muss einfach ziemlich bluffen hier in diesem Spiel. Oho, wir haben ein Bärchen. Okay. Wir gehen weiter. Oder? Ja, wir. Ja, das scheint ziemlich. Wir legen einfach mal wieder 10 rein. So. Oh, er geht mit. Okay. Und eine 10. Das bedeutet. Wir haben einfach nur ein paar 2.
Und er hat hingeschmissen. Er hat hingeschmissen. Jawohl. Das ganze Geld gehört uns. Ist zwar nicht viel, aber immerhin. Da grinst er da. Der Arthur Morgan. So, weitergegeben. Jetzt kommt der nächste dran. So, nachdem wir hier fertig sind mit dem Pokern, können wir uns dann noch ein bisschen die Stadt anschauen. Ich glaube, da ist noch irgendeine Nebenmission, die noch läuft. Ich glaube, das Ende ist es jetzt mit irgendeinem verrückten Professor, der einen Elektrostuhl baut. Ich weiß gar nicht, warum ich den geholfen habe, aber naja. So. Ah, da schmeißt schon wieder einer hin. Ich sag mal, was ist mit denen los hier? Wir haben einen hingeschmissen. So, wir gehen natürlich mit. Wir erhöhen sogar. So, zack, der geht auch mit. Dann legt er die ersten drei Karten aus. Zack. Eine 8, eine 6 und eine 2. Wir haben eine 8er-Paar. Wir erhöhen. Zack. Immer schön bluffen hier in dem Spiel. Immer schön bluffen. So, und eine 4. Ich würde sagen, wir gehen machen. Wir erhöhen wieder. Und er geht wieder mit. Sag mal, was ist mit dem los? Ey, das ist der Einzige in dieser Runde, der so richtig Mumm in den Knochen hat. So, wir haben zwei Paare. Das ist sehr gut. So, dann würde ich sagen, wir legen wieder ein bisschen Einsatz rein. Komm schon. Jawohl. Tja, Kollege, das war wohl nix. Haha. Jawohl. Jawohl. Und er einfach ein paar Vieren. Tja, wir haben aber noch ein paar Achten, ne? Tja. Mal wieder gewonnen. So, der nächste ist dran. Tja, die alle hier im Hintergrund zuschauen und sehen, wie ich die alle abziehe. So ein Typ von der Straße hier. Haha. So, dann wieder mal Karten austeilen hier. Und dann mal schauen, was wir dieses Mal für gute Karten haben. Oh, yeah. Damit können wir was anfangen. Damit können wir es anfangen. Ich gehe mal richtig voll rein. Ich gebe einen ganzen Dollar, Mann. Einen ganzen Dollar. Krass. Oh, er geht mit. Wir hätten All-In machen sollen, Mann. Oh yeah, wir haben... Oh yeah. Oh yeah, wir haben ein paar Zweien und... naja, wir haben noch ein paar Zehn. Und einen Joker halt noch. Zack, komm schon. Oh, er hat hingeschmissen. Jawohl. Und wieder alles unseres. Wir sind hier nur am Gewinnen gerade. Sehr nice, gefällt mir, sehr gut. So, wir sind, nee, doch, wir sind dran. Schauen wir doch mal. Die hauen alle schon ihren Einsatz rein. Ich glaube, ich habe einmal in echt Poker gespielt. Also dieses Poker hier. Okay, was haben wir denn für schöne Karten? Oho! Ja, ist ja der Wahnsinn. Jetzt brauchen wir noch ein Ass, einen Buben und eine 10. Und dann sind wir hier aber schön dabei. So, wir erhöhen voller Einsatz hier. Wir nehmen mal ordentliche 5 Pfund. Ja, Dollar, wir sind nicht in England. Ja, die schmeißen alle hin. Jawohl! Tja, schade, dass keiner mitgegangen ist. Das wäre sehr gut geworden. Ja, Leute, ich bin hier der Beste am Tisch. So, weiter geht's. Der Nächste ist dran. Wollen wir nochmal schauen, was wir diese Runde für Karten haben. Da hauen alle hier schon ihre Einsätze rein. So. Kommt halt schneller aus. Wir wollen weiterspielen. Ich kann verstehen, warum das Spiel süchtig macht. So. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, eine 405. Wir gehen mit. Der passt, okay. Der passt auch. Wenn der jetzt auch passt. Nee, okay, der bleibt da. Oh, er hat... Oh, jawohl. Wir machen hier mal 40 rein. Zack. Oh, er geht mit, er geht mit, er geht mit, er geht mit. Mal schauen, was wir hier alles haben. Aha. Yeah. Voller Einsatz, Leute. Voller Einsatz. Ja, auf gute 2 Dollar. So, guck mal, mitgeht. Und jawohl! Wieder gewonnen. So läuft das. Und dann kassieren wir hier noch alles. Und ich würde sagen, wir haben jetzt ordentlich Gewinn gemacht. Dann können wir uns ja jetzt weiter die Stadt anschauen, nachdem wir die hier glorreich abgezogen haben und die komplett verloren haben. So, haben wir den halben Tag hier im Saloon verbracht. Dann würde ich sagen,
Wolltest du was von mir? Nee, okay. Dann würde ich sagen, schauen wir uns doch mal hier den Rest ein bisschen an. Oh, die Sonne steht gerade richtig schön. Und da steht mein Pferd. Oh. Die habe ich gerade eben gedroht. Kann ich hier durch? Geht er nicht? Sorry. Alles gut. Ist gut, ich verschwinde hier. Ich bin schon weg. Tschüss. So, hier ist wohl, so wie es aussieht, dieses Ende dieser Nebenmission. Scheinen sich aber schon ganz schön viele versammelt zu haben, um jemanden zu sehen, der hingerichtet wird. Sag ich mal. Ich spiele schon brutal manchmal. Hallo, darf ich mal kurz durch? Ich kenne den Typen, bitte. Ah, hallo. Danke, ja, danke schön. Welcome one! Welcome all! You're going to be in a better place! Stay calm! Breathe deep and repent! For you will be moved to a better realm! Ladies and gentlemen, behold the calm removal of this man's existence! Incredible! He's nearly dead! So humane! Life may have been troubled, but his passing is peaceful. Kill him already. Somebody shoot me, please. Hush. You don't seem overly humane to me. I think it's mighty fine. Ach du heilige Scheiße. Das war krass. Und die Frau war psychisch gestört. So, kann ich den Typen ausrauben hier? Ja, er hat es nämlich verdient. So. Ach du heilige Scheiße. Ich glaube, ich muss das zensieren, hey. Oha. Oh, sorry. Tut mir leid. Wollte ich nicht. Sieht keiner, oder? Wenn ich den jetzt plündere. Ich mach's jetzt einfach mal. Hallo, plündern. Hoffentlich kriege ich jetzt kein Kopfgeld, das wäre nicht so praktisch. Okay, was haben wir bekommen? Ein Bauplan. Bauplan will ich mir aber mal anschauen. War das der? Ja. Aha. So, nehmen wir den mit, damit keiner auf die dumme Idee kommt, das Scheißteil nachzubauen. So, springen wir mal hier auf unser Pferd, den lieben Hannibal. Übrigens hat eine Mähne länger gemacht, die andere sah ein bisschen dumm aus, wenn die so kurz ist, dann sieht die aus, wird die grau. So, streicheln hier, muss man ja gut auf sein Pferd Acht geben, sonst kriegt es einen den Rücken und bringt einen um. So, füttern, striegeln auch noch. Und dann geht's gleich weiter zu unserem Lager. Ich habe ein bisschen weiter gespielt, das ist jetzt an einer anderen Location. Ist jetzt in so einem Sumpf. Naja. Die wechseln ja andauernd ihr Lager. So, das Lager liegt übrigens hier unten. Genau. Dann. Oh, es hat angefangen zu regnen. Oh, es stürmt ja hier sogar. Das sieht ja mal richtig krass aus. Und ich habe keine Jacke dabei. Oh, schnell nach Hause. So, das Wetter hat sich zu einem teilweise nebligen Abend geändert. Tag. Bin wieder da. So, dann. Das ist unser Lager übrigens. Ich werde mit euch, es wird wieder angegriffen, wir müssen es wieder wechseln. Naja. So. Sehr schön, nicht wahr? So ein Haus da hinten. Sieht schon sehr gut aus. So Leute, dann war's das für heute. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Oder einen Kommentar und über ein Abo natürlich auch. Und wenn ich es weiter erzähle, würde es mich natürlich auch sehr freuen. Und bis zur nächsten Folge Red Dead Redemption. Das sieht schon richtig, richtig fett aus hier, ne? Im Sumpf. Oh, schwimmen auch Krokodile rum, ey. Das ist auch richtig krass. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!